Ja, guten Abend, Herr Rütter. Teil 2. Uwe Weinziel bei den Pferdeprofis. Okay, ich habe also gesehen, dass Sie heute reagiert haben mit einem Video. Und das fand ich erstmal super, dass da eine Reaktion kommt. Allerdings sehe ich da zwei große Probleme. Das erste, vielleicht gebe ich erstmal das so wieder, wie ich das verstehe. Das ist die Quintessenz des Ganzen. Die Staffel wird so weiter gesendet, wie sie aufgenommen wurde. Herr Weinziel macht also in dieser Staffel weiter. Und die Menschen, viele junge Menschen, schauen sich also weiterhin an, wie man ein Pferd nicht behandeln darf. Punkt 2, was mir nicht so gut gefallen hat, das liegt an einer großen Erfahrung bei mir. Das ist Ihr Wunsch bei der Diskussion, die Sie jetzt vorhaben, nach den Staffeln, nach der Staffel, Entschuldigung. Eine Diskussion zu führen mit den Pferdeprofis, KritikerInnen und so weiter. Das ist ja erstmal eine tolle Idee, aber dann kam, da könnte man auch mal drüber diskutieren, was darf man überhaupt mit dem Pferd, darf man es überhaupt reiten und so weiter. Super Diskussion, also wirklich hochinteressant, aber ist nicht das Thema. Das Thema ist noch nicht mal eine Auseinandersetzung darüber, welche Form von Ausbildung angemessen ist bei einem Pferd. Nicht mal das, sondern es geht einzig und allein darum, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da juristisch jetzt irgendwie angreifbar mache, dass in der Staffel durch Herrn Weinziel tierquälerische Methoden gezeigt werden und dem eine Plattform gegeben wird. Leute, so macht man das. Nein, so macht man das eben nicht. Also dieser Vorschlag der Diskussion und vor allen Dingen dann der Schlusssatz, man kann auch mal darüber diskutieren, was kann man überhaupt mit dem Pferd, hat hier überhaupt nichts verloren und ist in der Folge ein wunderbare Ablenkung von dem, was hier eigentlich Sache ist. Ich verstehe auch, also ich fand es so ein bisschen, sorry, läppisch, wie Sie damit umgegangen sind, wenn Ihnen Fachleute wirklich breit gefächert, inklusive der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, glauben Sie mir, mit denen bin ich nicht gut Freund aus besonderen Gründen. Aber es hat in der Reiterwelt einen Konsens gegeben, was die Pferdeprofi Folge hier betrifft. Und das ist selten. Das kann ich Ihnen aus langjähriger, jahrzehntelanger Erfahrung sagen, dass es selten vorkommt, dass es über so breit gefächert, dass es da zu einem Konsens kommt. Das geht nicht. Und dass Sie sich da so drüber hinwegsetzen, ja, da ist ja immer Diskussion über die Pferdeprofis und darüber, was da so gemacht wird und so. Das finde ich schade, das finde ich auch ja, enttäuschend. Ich würd mir wünschen, dass Sie nochmal also so an Ihre ersten Zeiten und die Gründe, warum Sie es anders machen wollten mit den Hunden, nochmal so zurückdenken und überlegen, wie es gewesen wäre, wenn man Ihnen so begegnet wäre. Das ist doch alles nicht so schlimm, Herr Rütter. Nur übertreiben Sie mal nicht so. Da redet immer mal der eine oder andere. Das ist zu hart, wenn man einen Hund prügelt. Aber ehrlich, jetzt gucken Sie mal, haben Sie alle überlebt? Das kann es doch nicht sein. Deswegen, ich wiederhole da meine Forderung: Das muss da raus aus der Sendung. Okay.
Was sind schon wieder 5 Minuten? Eigentlich wollte ich es kürzer halten. Geht einfach nicht. Und damit verabschiede ich mich ein weiteres Mal. Regina Reinwald. Tschüss.